Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GigaTV Up and Coming, unserem Newsmagazin für Filme, Serien und TV-Highlights, powered by TV Digital. Mein Name ist Fabian Douglas und von mir erfahrt ihr heute mal wieder, was ihr euch zurzeit in der Vodafone Entertainment Welt anschauen könnt. Mitreißende Filme, die neuesten Serien-Highlights und krachende Superhelden-Action im Doppelpack. Ende Juli wird euch wieder ordentlich Abwechslung geboten. Doch bevor wir einen Blick auf die nächsten Tage und Wochen werfen, klären wir erstmal die Frage, was ihr schon heute im Stream, TV und in der Videothek einschalten könnt. Gerade ist nämlich für jeden etwas dabei. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Jus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Gleich unser erstes Highlight ist ein Geschenk für Jung und Alt. Immerhin begeistern uns die aufregenden Fälle der drei Fragezeichen bereits seit über 60 Jahren. Am 13. Juli ist nun mit Die drei Fragezeichen – Erbe des Drachen das dritte Kinoabenteuer der drei Jungdetektive in der Vodafone Videothek angelaufen. Diesmal geht es für die drei jungen Schnüffler Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews nach Rumänien. Dort absolvieren sie ein Praktikum am Set eines neuen Dracula-Films. Als merkwürdige Ereignisse die Dreharbeiten im Schloss der Gräfin Kodrin durcheinander bringen, beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln. Schon bald stoßen sie auf Verbindungen zu einem ungeklärten Fall eines Jungen, der hier vor über 50 Jahren spurlos verschwand. Spannende Ermittlungsarbeit steht aber gerade auch beim Sender Sony AXN auf dem Programm. Hier wird jedoch mit deutlich härteren Bandagen gekämpft. In Anbetracht der großen Beharrlichkeit, des vorbildlichen Einsatzes und des Mutes ihrer Einheit ist es mir eine große Freude, jedem von Ihnen hier und heute die Tapferkeitsmedaille zu verleihen. Ich lüge Sie nicht an. Niemand wäre so dämlich, in dieser Gegend hier zu dealen. Das Warten hat ein Ende. Los, Zugriff! Hank Foyt und sein Team sind zurück. Chicago PD, die 10. Staffel. Jetzt exklusiv in der Sony AXN Mediathek. Am 12. Juli ist bei Sony AXN die 10. Staffel der Cop-Serie Chicago PD an den Start gegangen. In dem Spin-off zu der Feuerwehrserie Chicago Fire folgen wir der Spezialeinheit von Sergeant Hank Voight. Der kompromisslose Polizist und die Männer und Frauen unter seinem Kommando kämpfen jeden Tag dafür, ihr Viertel vor Verbrechen und Drogen zu schützen. Dabei stoßen sie immer wieder an ihre Grenzen und müssen in vielerlei Hinsicht Opfer bringen. In den neuen Folgen stößt nun der neue Officer Dante Torres zu dem Team. Doch wird er in der eingefleischten Einheit wirklich einen Platz finden? Falls ihr eine Folge von Chicago PD verpasst habt, keine Sorge, die einzelnen Episoden der neuen Staffel sind bereits seit dem 10. Juli in der Sony AXN Mediathek mit GigaTV verfügbar. Was zur... Ah, lange nicht mehr gesehen. Die Vampir-WG ist zurück. Und mit ihr das Chaos. Wer hat eine Waffe? Oh, los, weg da! Ich krieg einen! Die verrückte vierte Staffel. Nicht lustig? Ist auch egal. What we do in the shadows. Auf Pro7 fahren. Nicht aufgeräumte Jungfrauen vom Abendessen, schlecht geschlossene Vorhänge und die Mitbewohner machen es schon wieder lautstark an der Zimmerdecke. Mit solchen Ärgernissen muss man sich auseinandersetzen, wenn man in einer WG voller Vampire lebt. Und um eine solche Wohngemeinschaft geht es in der Vampir-Mockumentary-Serie What We Do in the Shadows. Deren vierte Staffel ist am 12. Juli bei Pro7 Fun gestartet und lässt uns wieder teilhaben am verrückten Alltag der Vampire Laszlo, Nadja und Nandor sowie dessen Diener Guillermo. So etwas wie Alltag ist in den neuen Folgen auch wieder angesagt. Schließlich kehren die Vampire nach getrennten Wegen und Weltreisen diesmal wieder in ihre marode Villa zurück. Aber haben sie sich wirklich ausgesöhnt? Das könnt ihr jetzt bei Pro7 Fun selbst herausfinden. Eddie, wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlingen. Ich bin ein Raubtier. Ich muss frei sein. Du musst deine Aggressionen in den Griff kriegen. Oder wir finden uns in der Area 51 wieder. Du lebst in meinem Körper? Du hältst dich an meine Regeln.
Entschuldige, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich bieg das wieder hin. Ich wiederhole mich ungern. Du bist ein Loser. Seit dem 20. Juli ist bei Netflix die aufgedrehte Superhelden-Fortsetzung Venom Let There Be Carnage verfügbar. Im Zentrum steht erneut der Reporter Eddie Brock, der seit einiger Zeit seinen Körper mit dem blutrünstigen außerirdischen Symbionten Venom teilt. Doch Eddie muss lernen, mit Venom zusammenzuarbeiten, als der Serienkiller Cletus Cassidy ebenfalls in den Besitz eines Symbionten kommt. Als Carnage richtet der Psychopath ein Gemetzel auf den Straßen von San Francisco an. Und nur Eddie und Venom können ihn aufhalten. Venom Let There Be Carnage baut auf die gleichen Stärken wie schon sein Vorgänger, jede Menge Action und die wohl ungewöhnlichste Buddy-Beziehung seit langem. Die beiden Stars Tom Hardy und Woody Harrelson tun ihr Übriges, um den Film zu einem echten Erlebnis zu machen. 16 Jahre lang saß ich hinter Gittern. Für Drogenbesitz mit Handelsabsichten. Dolores Roach höchstpersönlich, das ist ja schon echt ewig her. Ich dachte, ich könnte damit erstmal Geld verdienen, als eine Masseurin. Du machst das einfach hier. Zauberhände, Dolores. Du bist unglaublich. Jetzt hast du wohl auch noch eine Nutte, die hier arbeitet. Ich verweise, dass du mich belästigst. Belästigst? Du führst ein illegales Geschäft. Also, wann werde ich zu sehen kriegen, was diese Zauberhände wirklich können? Hm? Was habe ich getan? Bei dieser neuen Serie bleibt euch das Lachen im Hals stecken. Seit dem 7. Juli könnt ihr bei Amazon Prime Video The Horror of Dolores Roach ansehen. In der pechschwarzen Dramedy-Serie folgen wir Dolores, die nach 16 Jahren im Gefängnis endlich wieder auf freiem Fuß ist. Um ihr zu helfen, lässt sie ihr alter Kifferfreund Louis im Keller seines Empanada-Ladens wohnen und dort einen illegalen Massagesalon betreiben. Ihre frischgebackene Existenz lässt sich Dolores von nichts und niemandem nehmen. Und so bringt sie einen Kunden, der ihr Geschäft verraten will, kurzerhand um die Ecke. Aber wohin nun mit der Leiche? Louis hat einen Plan und fügt dem Menü seines Restaurants eine neue Spezialzutat hinzu. Wie die TV Digital schon sagt, wer Tim Burtons Killerbarbier Sweeney Todd kennt, weiß, wie der Hase läuft. Damit endet auch schon unsere Rubrik What's Up. Mit unseren Tipps habt ihr den vollen Überblick, was ihr gerade im Stream, TV und in der Videothek sehen solltet. Und nicht nur das, ein besonderes Highlight frisch aus dem Kino steht nämlich schon in den Startlöchern. Hier kommt unser Film der Woche. Ich kann mir kaum vorstellen, was du durchgemacht hast. Ich liebe dich, Äffchen. Du hast beide Eltern an einem Tag verloren. Barry! Ruf den Notruf an! Sofort! Ich bin in die Vergangenheit gereist, um meine Eltern zu retten. Aber stattdessen habe ich das Universum zerstört. Wenn du die Vergangenheit veränderst, diese Welt muss sterben. Veränderst du auch die Zukunft? Brauchst du Hilfe? Zeitreisen, alternative Dimensionen und eine Rückkehr von Michael Keaton als Batman. Bereits am 31. Juli startet in der Vodafone-Videothek das DC-Superhelden-Spektakel The Flash und ihr könnt euch auf einen wilden Ritt gefasst machen. Die Handlung dreht sich um den jungen Superhelden Barry Allen alias The Flash, der in der Zeit zurückreist, um den Tod seiner Mutter zu verhindern. Dadurch erschafft Barry jedoch eine alternative Realität, in der ein gealterter Batman der einzige Superheld ist. Als die Erde von einem übermächtigen Gegner bedroht wird, gibt es keinen Superman, um sie zu retten. The Flash offenbart sich als atemberaubendes Abenteuer, das auch mit seinem emotionalen Kern und nostalgischen Gastauftritten überzeugt. Bei Twitter zeigt sich so mancher Nutzer begeistert. Ein wundervoller Superheldenfilm, schon dreimal gesehen, kann gar nicht aufhören, daran zu denken. Schaut ihn euch am besten selbst an. In der nächsten Zeit könnt ihr euch aber nicht nur auf The Flash freuen. Die letzten Juliwochen halten noch so manchen Hit für euch bereit. Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, zeige ich euch jetzt auf unserer Entertainment-Wetterkarte. Unsere Wettershow hält euch immer auf dem Laufenden. Blauer Himmel über den schier unendlichen Weiten der Weltmeere erwarten euch zwischen dem 23. und 30. Juli. Die Shark Week im Discovery Channel ist zurück und bringt euch wieder eine Woche lang die spannendsten Dokumentationen über die faszinierenden Meeresbewohner. Lernt alles über Haie in Dokus wie Die Sprache der weißen Haie, Hammerhaie und Ein Riesen-Marco vor den Azoren. Einzigartige Bilder und aufregende Erkenntnisse stehen auf dem Programm. So habt ihr die zähnebewehrten Ozeanriesen noch nie gesehen. Sämtliche Doku-Highlights der Shark Week könnt ihr übrigens auch ganz einfach in der Discovery Channel Mediathek mit GigaTV ansehen.
Ein aufziehendes Gewitter kündigt sich dann für den 25. Juli an, wenn im ersten die schwarzhumorige Actionkomödie Helden der Wahrscheinlichkeit an den Start geht. Der dänische Megastar Mads Mikkelsen schlüpft hier in die Uniform des Soldaten Markus, dessen Frau bei einem Straßenbahnunglück stirbt. Markus kehrt aus Afghanistan zurück, um sich um seine minderjährige Tochter zu kümmern. Doch eines Tages stehen drei Mathe-Nerds vor seiner Tür, die einen unglaublichen Verdacht haben. Das Unglück war kein Unfall, sondern der Anschlag einer Rocker-Gang. Die Rachelust von Markus ist geweckt. Helden der Wahrscheinlichkeit ist im besten Sinne verschroben, skurril und brachial unterhaltsam. Oder wie die TV Digital es bezeichnet, eine einzigartige Mischung aus tröstend und kaputt. Ein typischer Film von Adams Äpfel-Regisseur Anders Thomas Jensen, also viel Spaß. Am 27. Juli müsst ihr euch dann auf einen Sturm aus Schlamm, Blut und Rauch einstellen. In der Vodafone-Videothek geht nämlich der ultraharte Kriegsrache-Thriller Sisu an den Start. Aber seid vorgewarnt, einen solchen Härtegrad hat es schon lange in keinem Actionfilm mehr gegeben. Der Zündfunke der Gewalt ist ein Treffen im finnischen Nirgendwo am Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Truppe von Nazis stiehlt das Gold eines einsamen Bergarbeiters. Doch der verdreckte Alte ist alles andere als harmlos. Um seinen Besitz zurückzubekommen, mutiert er zu einem gnadenlosen Rachegott. Nach und nach dezimiert er die Nazis und lässt sich dabei weder von Kugeln noch Panzern aufhalten. Rau bleibt das Wetter am 27. Juli auch bei Netflix. Hier läuft nämlich der zweite Teil der dritten Staffel von The Witcher an. Nachdem Ende Juni bereits die ersten 5 Folgen veröffentlicht wurden, kommt nun endlich das große Staffelfinale. Und das bedeutet einen noch viel tieferen Einschnitt. Denn mit der dritten Staffel verabschiedet sich auch Henry Cavill von der Titelrolle des grimmigen Hexers Geralt von Riva. Ab der vierten Staffel wird Liam Hemsworth das Ruder übernehmen und muss ein schweres Erbe antreten. Laut der TV Digital setzt Cavill nämlich auch in Staffel 3 von The Witcher wieder Maßstäbe für seine Nachfolger. Also lehnt euch zurück und lasst euch ein weiteres Mal in diese Welt voller Magie, Krieg und Verrat hineinziehen. Turbulente Wellenfronten türmen sich am 30. Juli auf, genau wie die Gefühle in unserem nächsten Highlight im Sony Channel, der starbesetzten Historienserie Wuthering Heights, Emily Brontes Sturmhöhe. Im Fokus der tragischen Romanze steht das Straßenkind Heathcliff, gespielt von Tom Hardy, der auf dem Anwesen des reichen Gutsbesitzers Earnshaw aufwächst. Er und die Familientochter Katie verlieben sich ineinander, doch es ist eine verbotene Verbindung. Als Katie den Heiratsantrag des wohlhabenden Edgars annimmt, verlässt Heathcliff verbittert das Gut. Jahre später kehrt er zurück und startet einen unbarmherzigen Rachefeldzug. Wuthering Heights besteht aus 2 Teilen, die am 30. Juli am Stück gezeigt werden. Außerdem wird die Miniserie auch in der Mediathek des Sony Channels verfügbar sein. Ab dem 3. August schlägt euch bei Eurosport 1 und 2 der Fahrtwind ins Gesicht. Nachdem gerade erst die Tour de France für Hochspannung sorgte, steht mit der Weltmeisterschaft in Glasgow bereits das nächste große Event im Radsport an. Bis zum 13. August wird hier aber nicht nur klassisch auf der Straße gefahren, auch die Besten der Besten im BMX Freestyle, Mountainbike Downhill, Bahnradsport und vielem mehr werden sich in der schottischen Hauptstadt und Umgebung miteinander messen. Eins ist klar, diese Weltmeisterschaften werden euch wieder körperliche Höchstleistungen und ganz große Emotionen liefern. Wenn ihr mitfiebern wollt, sämtliche Wettbewerbe werden bei Eurosport 1 und 2 live übertragen. Zuletzt könnt ihr euch dann noch am 4. August auf einen Mix aus Sonne und Regen einstellen. Bei ZDF Neo startet die authentisch einfühlsame Romantikserie Normal People. Darin folgen wir der Liebesgeschichte von Marianne und Connell. Die beiden lernen sich als Teenager kennen und entwickeln eine intensive On-Off-Beziehung zueinander. Über die Jahre werden sie gemeinsam erwachsen, stolpern durch ihre Leben und werden immer wieder zueinander hingezogen. Normal People erzählt von Schönheit und Schmerz, der Suche nach Geborgenheit und der Verzweiflung bei der Suche nach sich selbst. Mit den beiden Stars Daisy Edgar Jones und Paul Mescal, damals noch weitgehend unbekannt, spielen intim und erschreckend nah am echten Leben. Für alle SerienliebhaberInnen ein Geheimtipp. Und das war auch schon unsere Wettershow. Mit uns habt ihr jetzt immer auf dem Schirm, wo ihr im Stream, TV oder in der Videothek einschalten solltet. Die einzelnen Sendetermine könnt ihr übrigens ganz einfach in der neuen TV Digital nachschlagen. Sämtliche Pay-TV-Sender sind in den TV-Paketen Vodafone Premium und Vodafone Premium Plus enthalten. Damit sind wir mal wieder am Ende unserer heutigen Folge von GigaTV Up and Coming angelangt. Egal ob brachiale Action, romantische Seelensuche oder pechschwarze Comedy, in den nächsten Tagen und Wochen seid ihr bestens versorgt. Mehr Infos und aufregende Hintergründe zu den neuesten Film- und Serienstarts findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe der TV Digital. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.